Herr Scherer, das ist euer Tag heute. Sie stehen den ganzen Tag im Mittelpunkt. Ein gutes Gefühl für Sie? Ja, es ist ein gutes Gefühl. Ich freue mich natürlich, dass der ganze Kantonsrat und Vertreter von Behörden und Hochschulen und Gerichten den Weg auf Uster gefunden haben und sich da vom schönen Bildungszentrum überzeugen lassen. Kommt man da nicht als Politiker dauernd in eine Situation, wo man nur über Politik redet, ob man auch private Sachen beredet oder wie ist das? Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man zwischendurch eben auch mal den Menschen kennenlernt, weil wenn man den Menschen besser kennt, dann versteht man vielleicht gewisse Positionen oder man hört jemanden besser zu. Wenn man sich schätzt, dann tut man lieber miteinander etwas aushandeln, als wenn man jemanden nur als Maske sieht oder jemanden nur von hinten kennt oder nur das Gefühl hat, der ist jetzt von dieser Partei und die passt mir eh nicht, weil in allen Parteien gibt es ganz tolle Menschen. Wie sorgen Sie dafür, dass man sich als Mensch besser kennenlernt? Ja, man nimmt ein Glas Kantonsratswein mit mir oder kommt mit mir biken oder auf meine Kantonsumrundung, die Wanderung um den ganzen Kanton, dann kann man mit mir schwätzen und lernt mich kennen. Ist das etwas geplant oder was, ein Anlass? Ja, ich habe jetzt noch 3 Etappen, die ersten 11 habe ich gemacht von der Kantonsumrundung und von dem her, das war ein tolles Projekt gewesen und ich hatte unterschiedliche Begleitungen und 2-3 Mal bin ich alleine auf dem Bike unterwegs gewesen, aber der Kanton ist wahnsinnig schön, gerade auch an den Rändern draussen. Das ist schon etwas außergewöhnliches. Ich habe noch nie gehört von einem Kantonsratspräsidenten, der so etwas lanciert hat. Ist das ist einmalig, oder? Ja, ich glaube, dass es einmalig ist, aber es ist tatsächlich so ein bisschen entstanden im Gespräch mit der Journalistin vom Zürich Oberländer, die gefragt hat, was ich noch machen will als Kantonsratspräsident. Ich habe gesagt, ja, als höchster Zürcher wieder mal auf den höchsten Zürcher. Und aus dem heraus ist dann so im Gespräch mit Freunden entstanden, ja, jetzt könnte man doch gerade die ganze Grenze machen, weil nur so einen Tag wandern ist ja nicht lässig. Und gerade am letzten Wochenende bin ich als höchster Zürcher auf der höchsten Zürcher Grenze von der St. Galler Seite aus, am Lauf, am Schnäbelhorn Panorama Trail. Also ja, ich geniesse halt eben die Natur und so lernt man mich kennen. Seit Ende April sind ja ihr offiziell gewählt. Wie würdet ihr jetzt die bisherige Amtszeit zusammenfassen, 2 Sätze, seit Ende April? Was ist so gegangen? Ja, sehr spannend, vielfältig. Man leitet ja vor allem auch die Sitzungen vom Rat und von der Geschäftsleitung und muss sich in ganz vielen Abläufen zurechtfinden. Man hat ganz tolle Unterstützung vom Team, vom Parlamentsdienst, von der Geschäftsleitung und ich geniesse es. Ich finde es sehr eine spannende und erfüllende Aufgabe. Und so ein Anlass wie jetzt heute ist natürlich ganz toll. Und es ist wunderbar, dass die Stadt Uster jetzt das Fest ausrichtet heute Mittag.